Hey Leute, Retro Joe ist am Start und ich habe heute für euch das Review zu Blazing Chrome, einem Run and Gun im Stile von Contra und Metal Slug, das vor ein paar Tagen für alle gängigen Konsolen und Steam erschienen ist. Bevor es losgeht, der kleine Hinweis, dass der Entwickler, respektive der Publisher, also Joymasher und die Arcade Crew, so freundlich waren, mir ein Review-Muster für die Nintendo Switch zur Verfügung zu stellen. Dafür nochmal vielen Dank. Trotzdem erhaltet ihr natürlich meine ungeschönigte Meinung und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Wie eingangs schon gesagt, Blazing Chrome ist ein Run and Gun, das große Inspiration aus den beiden unter Genre-Fans beliebten Serien Contra und natürlich auch Metal Slug zieht. Von Contra ist das Core-Gameplay. Man hat bis zu 4 Waffen, zwischen denen man hin und her wechseln kann. Man kann springen, man kann über den Boden rollen, man kann sich an Sachen festhalten, man kann in 8 verschiedene Richtungen schießen und so weiter und so weiter. Von Metal Slug ist allerdings entnommen, dass man zwischendurch auch mal Fahrzeuge respektive Mechs steuern kann, die sich dann sehr anfühlen wie die Metal Slug Panzer, und im Nahkampf hat man eine Nahkampfmöglichkeit, die hatte man bei Contra nie, da konnte man immer nur ballern. Was macht das Spiel besonders? Die Präsentation ist hervorragend. Der Artstyle gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene CRT-Filtermöglichkeiten mit Scanlines, mit gewölbtem Monitor. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Das zeige ich euch hier auch gerade alles mal im Gameplay. Die Steuerung geht sehr, sehr gut von der Hand. Der einzige Wermutstropfen ist die Belegung der Evasive Roll. Dazu muss man nach unten und den Sprungknopf drücken, was mich oft zum Ableben hat führen lassen. In Situationen, wo ich eigentlich instinktiv entweder nach unten schießen und dann springen oder mich ducken und dann springen wollte oder einfach von der oberen Plattform auf eine untere Plattform wechseln wollte. Da hätte ich mir gewünscht, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, das auf einen anderen Button zu legen. Das geht aber leider nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Auch daran kann man sich gewöhnen. Es gibt insgesamt 5 Levels im Spiel, 3 Schwierigkeitsgrade, die sich im Sinne der Features unterscheiden. Also auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad zum Beispiel hat man 7 Leben, bevor man Game Over geht. Man hat unendlich Continues. Das Spiel speichert, wenn man ein Level komplett geschafft hat. Und wenn man ein Continue verbraucht hat, kriegt man automatisch eine Itemkapsel, wenn man dann weiter startet. Diese Itemkapsel gibt es im normalen Modus nicht mehr, da hat man dann auch nur noch 5 Leben, bis man Game Over ist. Und den schweren Modus, den man erst freispielen muss, der ist original wie früher Probotector oder Contra, nämlich wenn deine Leben vorbei sind, war's das. Es gibt kein Safe-Game-Feature, sondern man muss das Ding am Stück durchspielen. Die 4 Levels, die man anfangs wählen kann, sind sogar mit einem prognostizierten Schwierigkeitsgrad versehen, wie man in der Level-Auswahlkarte sehen kann, die von einem Stern bis zu 4 Sternen reichen. Und ja, das kann ich sogar bestätigen, die sind entsprechend aufbauend schwierig. Es gibt insgesamt 4 Charaktere, von denen 2 anfangs schon freigeschaltet sind und 2 muss man freispielen. Die beiden Charaktere, die man von Anfang an hat, unterscheiden sich leider nicht. Ich hatte anfangs ein bisschen die Hoffnung, dass man sich hier vom Contra Hardcore auf dem Mega Drive hat inspirieren lassen und jeder Figur andere Waffen gibt. Ich weiß leider nicht, weil ich sie noch nicht freispielen konnte, wie es mit den beiden anderen Charakteren, die man noch freispielen muss, aussieht, ob die andere Bewaffnungen und andere Special-Waffen haben. Wie gesagt, die beiden, die einem von Start zur Verfügung stehen, haben das leider nicht. Für mich ein kleiner Nachteil. Zur Präsentation habe ich ja schon gesagt, das sieht hervorragend aus. Der Sound passt auch wirklich, wirklich gut zum Geschehen, ist allerdings nichts Besonderes, das einem, nachdem man die Konsole oder den PC abgeschaltet hat, immer noch im Ohr klingelt. Das muss es aber auch nicht sein, es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Selbstverständlich ist Blazing Chrome wirklich was für Fans der Contra-Serie und demnach nichts für schwache Nerven. Ich persönlich habe die ersten 4 Level geschafft, hänge aber seit ein paar Tagen echt am 5. Level fest und habe den Endboss bisher noch nicht zu Gesicht gekriegt. Was aber allerdings nichts und nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, denn die ersten 4 Level, wenn man die ein paar Mal gespielt hat, dann gehen die relativ leicht von der Hand und man braucht ungefähr 15 bis 20 Minuten, um diese ersten 4 Level abzuschließen. Das heißt, der Spielumfang als solcher, der ist jetzt nicht wahnsinnig groß, allerdings waren ja das bei den alten Contra-Teilen und bei den Metal Slug-Spielen ja auch nicht.
Die Herausforderung lag halt darin, mit der begrenzten Anzahl an Leben wirklich bis zum Ziel zu kommen. Und auch hier gibt es natürlich Highscores und Bestenlisten und dergleichen. Und ich glaube, Fans der alten Schule, die Super Protector und Contra Hardcore auf dem Mega Drive damals geliebt haben, werden mit Blazing Chrome sehr, sehr, sehr glücklich sein. Um das Pro und Contra mal gegeneinander aufzubiegen, die Präsentation ist enorm gelungen. Das Gameplay geht bis auf diese Kleinigkeit mit dem Rollenbutton flüssig von der Hand. Es gibt freispielbare Charaktere. Es gibt verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für die Optik des Spiels. Der Sound geht gut mit in die Action rein. Und das Ganze macht furchtbaren Spaß. Im Koop wahrscheinlich noch mehr. Habe ich allerdings im Koop noch nicht gespielt. Die Nachteile sind, wie schon gesagt, die nicht konfigurierbare Knopfbelegung, die nicht unterschiedliche Bewaffnung der beiden Startcharaktere und der für die meisten Spieler wahrscheinlich trotzdem etwas zu hohe Schwierigkeitsgrad, der aber durch die unendlichen Continues auf leichtem und medium Schwierigkeitsgrad ein bisschen ausgeglichen wird. Ich weiß allerdings nicht, ob 16,99, das das Spiel aktuell im Switch Store und auf den anderen Stores kostet, da wirklich ein angemessener Preis sind, wenn man für 19,99 die Contra Anniversary Collection von Konami selbst bekommen kann, die ja deutlich mehr Inhalt bietet als Blazing Chrome. Wer allerdings mit der Contra-Serie schon alles bis zum Bersten gespielt hat und wirklich nach einer neuen Herausforderung sucht, der ist mit Blazing Chrome wirklich, wirklich gut beraten. Also mein Fazit für das Ganze sind 2 Daumen nach oben, denn mir gefällt das Spiel wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, wer mit diesen kleineren Abstrichen leben kann, der macht hier nichts falsch. Für alle anderen, hey, auf dem Switch Store, wartet einfach auf den nächsten Sale. Früher oder später wird es das Ganze für einen 10er geben. Und einen kleinen Tipp für die Xbox-Nutzer da draußen. Wer den Game Pass hat, kann Blazing Chrome derzeit schon kostenfrei spielen. Was haltet ihr von dem Game? Was haltet ihr von dem neuen Format, wie ich die Reviews mache? Das alles und noch viel mehr will ich von euch in den Kommentaren lesen. Das soll es von mir gewesen sein. Retro Joe